Oh, wann habe ich mich auf Polysemia 47 gefreut? Hast du vielleicht eine unglückselige Veranlagung? Hallo und herzlich willkommen zu unserer Chartshow. Heute stellen wir euch die neuesten Alben vor. Das ist Galadriel und das ist Legolas. Das sind Elben. Und du bist ein Klugscheißer. Polysemia. Gesegnet seist du. Autofahrer. Butter bei die Fische. Mann, du siehst aus, du bist derart unmodern. Das ist total fürchterlich. Du hast ja verdammt nochmal nicht mal ein CD-Fach. Nur hier irgendwelche Knöpfe. Was ist das denn? Nee, so geht das nicht weiter. Kein MP3, nicht WLAN, gar nichts. Das ist... Aber da können wir was machen. Ich kann dir helfen, ohne Scheiß. Anlageberater. Ja, das staunst du, wa? Torben? Ja? Darf ich eintreten? Ja. Geil! Haust du Schuft! Na du, was machst du? Ich guck mir gerade Satellitenfotos an. Guck mal, sieht aus wie Sputnik. Ach du dicker Vater Herbert, was ist dir denn da gewachsen? Da staunst du was? Ich hab Füße bekommen. Ja, nicht nur Füße, würde ich mal sagen, was? Wollen wir die Füße mal ausprobieren? Au, ja, Kann ich mitmachen? Blümchensex. Ja? Hi, ich will in Ihre Wohnung. Sie sind doch dieser Tom, ne? Ja, und Sie sind? Ja, ein völlig verblödetes Arschloch. Ja, cool. Steck das nicht in meine Katze rein! Sag mal, Torben, weißt du, dass du heute in der Zeitung stehst? Ich hab mich schon gewundert, was das so knistert. Au! Schuhe polieren, Schuhe polieren! Fresse polieren! Hey! Herzlich willkommen, liebe Kinder, heute wieder zur Verschwendung mit der Maus. Und heute verschwenden wir Yen. Wer das nicht kennt, das ist die Währung in Japan. Japan, das kennt ihr, das ist da, wo die Verstrahlten herkommen. Und jetzt kommt das Besondere, Kinder, ich hab das schon ohne euch gemacht. Der Onkel war da und hat am Automaten jede Menge Yen ausgegeben. Für Süßigkeiten, für Getränke, lustige, lecker. Und für das hier. Ich weiß nicht, was das ist. Wahrscheinlich ist das wegen der Vogelseuche. So eine schöne Maske, ne? Das ist aber eine komische Maske. Klebt ja was. Wahrscheinlich muss man es einfach nur aufsetzen. Da weiß ich nicht. Das steht mir überhaupt nicht, finde ich. Das schmiert irgendwie. Also Kinder, irgendwas stimmt damit nicht. So, jetzt hat der Onkel trotzdem Vogelgrippe. Was eine Verschwendung. Schuhe polieren? Ich krieg 5 Mark. Fingernagel. Bitte hilf mir, ich kann mich nicht bewegen. Ja. Wunderkerze. Du musst nur noch hier rüberspringen, hast es geschafft. Und hopp. Bist du dämlich, du kannst gar nichts. Scheiterhaufen. Pff. Torben, komm mal schnell her! Wo brennt's denn? Tja, das war schon Folge 47, so schnell geht das. Aber wir brauchen irgendwie noch einen Endgag. Irgendwie sowas ganz Kurzes, was richtig knackig Kurzes zum Schluss. Würdest tun. So, endlich mal wieder ein Wandgag. So, was wollen wir machen?
Willst du mich jetzt verarschen, hörst du Fotze? Entschuldigung, das hat richtig Klon gemacht. Tja, und was machen wir jetzt? Komm mal her. Danke. Kann ich total nicht leiden. Jetzt stirbt, Motherfucker. Irgendwann rennst du schon weg. Kacke! Der Kleber. Was ist denn so blöd? Das ist nicht dein Ernst, ne? Das ist nicht dein Ernst. Warum bist du noch nicht weggelaufen? Aus Prinzip nicht.